So, okay, jetzt, ich bin wieder da und wir machen jetzt gleich Dann weiter. Dann lass uns mal hören, welche Geheimnisse diese Aufnahme birgt. Und hören uns das mal an, genau. Ich muss mich beeilen, zum Gasthaus zu kommen. Ich möchte nicht, dass er herkommt. Am wichtigsten ist, dass ich endlich die Kiste aufbekommen habe. Hier sind die Hinweise für den Fall, dass du sie brauchst. Stürmischer Wind. Jupiter. Die letzte Ziffer wirst du wissen, Claire. Okay, aufgenommen. Wenn ich die Aufnahme richtig verstanden habe, hatte Marcel eine Verabredung im Gasthaus. Ein stürmischer Wind, Jupiter. Claire wird die letzte Ziffer wissen. Ich muss mit ihr sprechen. So, stürmischer Wind. Das hatten wir dort. Ein frischer Wind. 5 auf der Beaufort-Skala. Die Reproduktion zeigt einen stürmischen Wind. Das ist 8 auf der Beaufort-Skala. Okay, also stürmischer Wind 8. Da haben wir schon mal unsere erste Zahl. So, und jetzt gucke ich noch mal kurz da. Es scheinen immer noch ein paar Komponenten zu fehlen. Okay. Ah, okay. Das ging voll. Die Lichter zeigen an, dass nicht genug Granulat vorhanden ist. Das ist keine gute... Jetzt geht das. Das ist keine gute Idee. Okay. So. So, jetzt, Jupiter war hier oben, genau, an dem Gewölbe. Jupiter ist der 5. Planet von der Sonne aus. Der 5. Planet. Also die Nummer 5. Sprechen wir mal mit ihm hier. Wo bekomme ich etwas Granulat für den Scanner? Fragen Sie Antoine. Das Danke. Machen wir gleich. Ich sehe mich mal um. Bis später. Aber wir gucken erstmal, wo Claire ist. Die ist plötzlich verschwunden. Oh, ein Seil. Für auch immer. Aber mehr sehe ich nicht. So, okay. Dann gehen wir mal raus und die Claire suchen. Da steht sie und man hätte sie fast übersehen. Da, am Brunnen. So, Claire, dann erzähl uns doch mal, was du weißt. Ah, da sind sie ja. Möchten Sie eine? Ich bin Nichtraucher. Wie gut für Sie. Es ist sicher auch hier bald verboten. Soll ich etwa bei so einem Wetter zur Klippe gehen? Den Teufel werde ich! Ich habe mir Marcels Aufnahme angehört. Irgendetwas Interessantes? Er Das ist alles? Ja. Ich erwähnte in Kombination. Nun, es hat sich ziemlich verrückt angehört. Ungefähr so. Stürmischer Wind. Jupiter. Ha, das ist ganz Marcel. Er und seine Rätsel. Und am Ende fügte er hinzu, dass sie es wissen würden. Da hatte er Unrecht. Vielleicht war er nicht... Bitte? Waren da irgendwelche Ziffern auf dem Schloss? Ja, auf den 3 Scheiben. Diese Worte stürmischer Wind und Jupiter sind Hinweise. Dann weist der Satz, dass Sie es wissen würden, auch auf eine Ziffer hin. Stürmischer Wind und Jupiter? Mhm. Und Sie kennen die 3. Ziffer. Ah, ich weiß. Marcel und ich. Aber Marcel ist nicht mehr bei uns. Nur ich kann Ihnen etwas über unsere Beziehung erzählen. Und so schlecht war sie gar nicht, glauben Sie mir. Das tue ich. Was ist mit Ihnen? Haben Sie irgendjemanden? Früher mal. Tut es weh? Ein bisschen. Kopf hoch. Sie sind ziemlich klug, sehen gut aus, nette Beine. Genau wie Sie. Aber Ihre sind jünger, viel jünger. Sie übertreiben. Wissen Sie, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, ist alles vom ersten Tag an schiefgelaufen. Wir haben umdekoriert, wir hatten kein heißes Wasser. Ich war so sauer. Um mich zu testen, bat mich der Boss, den Kopf einer Meerjungfrau zu säubern. Ich hätte nicht mal anfangen können zu arbeiten, da Marcel schon gegangen war. Er hat alle Reagenzien aufbewahrt. Nicht mal Terpentin war da. Als er wiederkam, habe ich ihn deswegen richtig genervt. Ich wundere mich nur, dass er danach überhaupt noch mit mir gesprochen hat. Aber er fühlte sich schuldig und hat mir geholfen. Das war unser Tag, der 2. März. Ein turbulenter Anfang. Wie der wütende Sturm um uns. Sie sagten, der 2. Unser Tag. Das könnte die Ziffer sein. 2. Eine hübsche Ziffer. Eine 1 zum Beispiel sieht daneben richtig lahm aus. Lassen Sie uns reingehen. Es ist eiskalt hier draußen. Ach so. In der Aufnahme erwähnte Marcel noch etwas über ein Treffen beim Gasthaus.
Kommt Ihnen das bekannt vor? Nicht wirklich. Machen Sie's gut. Denken Sie dran, ich habe immer etwas Zeit für einen Plausch. Es ist also zwei. Nein, Gott, Marcells Tod hat sie so mitgenommen. Es tut mir leid, dass Claire so viel durchmachen musste. Ja, also, unsere Zahl ist die 2. Und hier, Klebstoff. Da gehen wir mal kurz hin. Und wir klingeln an der Tür. Hier wohnt nämlich jemand, das weiß ich noch. So, begrüßen wir ihn. Hallo, Sir. Willkommen, Sirene. Sylvie Leroux, um genau zu sein. Nennen Sie mich Antoine. Was machen wir zuerst? Wir fragen mal erstmal nach der Kiste. Ich habe an Pons de Leons Kiste gearbeitet. Wissen Sie, wen ich meine? Darauf können Sie wetten. Wir sind in meiner Jugend zusammen gesegelt. Das ist doch lächerlich, Antoine. Sie haben recht. Er war Spanier. Ich bin mit Cartier gesegelt, der war jünger. Sie kennen ihn? In der Tat. Er starb vor 450 Jahren. Oh Mann, wie die Zeit vergeht. Antoine. Es ist eine Schande, dass Sie nicht in der Stimmung für einen Spaß sind, Sirene. Und das Granulat für den Drucker. Ich brauche etwas Granulat für den 3D-Drucker. Was haben Sie vor, Sirene? Bitte, bitte. Ich möchte das fertig machen und dann ins Bett gehen. Ich muss morgen schon ganz früh weg. Wissen Sie eigentlich, dass ich nicht mehr gut geschlafen habe, seit sich meine Co. hier an Land befindet? Ich bitte Sie. Ich habe keine Ahnung, wo ich dieses Granulat aufbewahre. Vor seinem Unfall hat Marcel noch etwas gescannt. Aber er hat es nicht mehr geschafft, es auszudrucken. In der Nacht? Ja, er war in Eile. Er hatte eine Verabredung. Haben Sie gesehen, mit wem? Ich stecke meine Nase bei so starkem Regen nicht raus. Ich wäre nicht gern auf See gewesen. Ich habe nur gedacht, ich könnte das zu Ende bringen, was er angefangen hat. Ich bin gleich wieder zurück, Sirene. Einen Moment. Ja, was holt er jetzt? Wir können gespannt sein. Oder sollen wir jetzt wieder weggehen? Ich weiß es nicht. Wollt ihr nicht gleich wiederkommen? Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal rein und geben die Kombination ein. Mal erstmal mit ihm nochmal sprechen. Vielleicht reden wir später. Okay, dann später. Dann erstmal zum Arbeitsplatz zurück. Zur Kiste. So. Also 5. Quatsch. 8, 5, 2. So. 8. 5 und 2. Der Mechanismus hat geklickt. Ich habe die Kiste geöffnet. Tja. Wir sind eben gut. Wunderbar. Welche Schätze mögen hier verborgen sein? Eine Pistole aus dem 16. Jahrhundert mit einem Ladestock und ein Schlüssel für das Schloss. Okay, Ladestock, also Pistole mit Ladestock und den Schlüssel. So, und den können wir, glaube ich, gleich hier verwenden. Gibt es ein Geheimfach? Ich ja. kann es nicht herausziehen. Aber etwas muss den Boden blockieren. Noch nicht auf. Und ich weiß hier hinten. Das wird nicht funktionieren. Da ist ein Loch. Weiß nicht, ob wir das. Probieren geht über Studieren, heißt es. Nee, damit schaffen wir das nicht. So, okay, wir haben noch nichts. Für das Loch. So, dann gehen wir erstmal nochmal raus. Und der Direktor ist weg. Ich habe die Sachen, die ich brauche. Sehr schön. Haben Sie es gefunden, Antoine? Reicht das? Ich glaube schon. Dankeschön. So, und Puder? Ich brauche auch noch etwas Puder für den Drucker.
Wir haben welches bestellt, aber es wurde noch nicht geliefert. Aber wenn Sie es so dringend benötigen, gibt es eine andere Möglichkeit. Die da wäre? Marcel hat einmal Kartoffelmehl genommen. Der Ausdruck war da nicht ganz so haltbar. Mehl. Haben Sie etwas Mehl, Antoine? Warum sollte ich so etwas hier aufbewahren, Sirene? Keine Ahnung. Hätte sein können. Bis dann, Antoine. Vielleicht ein heimlicher Mast Bäcker und oder Schotbruch, so. Sirene. Okay, also, was hat er uns denn jetzt gegeben? Bindemittel. Und? So, dann gehen wir mal raus. Ganz raus. Zur Klippe. Da ist jemand vor dem Gasthaus und bewundert die Aussicht. Nach dem Aussehen ist es der Wirt. Der Wirt. So einen Himmel kann man nur in der Bretagne bewundern. Und der Wirt, der wird doch wohl ein bisschen Mehl haben. Erstmal ein bisschen plaudern hier übers Wetter. Ach, schreckliches Wetter. Ist es immer so? Gestern war es schlimmer. Ich weiß nicht, wie es Leute hier aushalten können. Leute fliegen weg wie Regenschirme. Haben Sie schon immer hier gelebt? Ich? Nein. Erst seit ich geboren wurde. Dann müssen Sie letzte Woche auch hier gewesen sein. Ja, aber darauf muss man nicht stolz sein. Darf ich reinkommen? Es ist eiskalt hier draußen. Wir haben heute geschlossen. Mehl. Ich komme vom Museum. Jetzt, wo Marcel tot ist, hat Guillaume den größten Bestand. Bestand an was? Ich weiß es wirklich nicht. Niemand lädt mich auf das Schloss ein. Haben Sie etwas Mehl? Vielleicht habe ich das. Machen Sie dort Pfannkuchen? Nein, ich brauche etwas Stärke für den 3D-Drucker. Haben Sie immer noch den Brunnen? Haben wir. Und bei mir wird das Wasser knapp. Okay, also er will Wasser haben im Tausch für das Mehl. Bei Ihnen wird das Wasser knapp? Trinkwasser, kein Regenwasser. Haben Sie keine Wasserleitung? Kaputt. Haben Sie deswegen geschlossen? Ein guter französischer Klempner kostet ein Vermögen. Dann können Sie sich genauso gut Wasser aus dem Brunnen holen. Der Friseur lässt mich nicht rein. Welcher Friseur? Antoine. Er war Friseur auf einem Schiff? Ein Friseur. Punkt. Eigentlich ist er ein netter Kerl. Nicht zu mir. Und verfügt über so viele faszinierende Erfahrungen. Er hat sie bereits eingewickelt. Nun, offensichtlich neigt er ein wenig zu Übertreibungen, aber Sie scheinen ihn wirklich zu hassen. Warum? Wenn man den Grund nicht kennt, dann muss eine Frau dahinter stecken. Eine Art romantische Geschichte? Ganz im Gegenteil. Während der Saison treibt sich dieser Mythomane bei den Cafés am Meer herum. Dort erzählt er von seinen Abenteuern auf See. Das muss interessant sein. Manchmal hat man einen dieser Tage. Diese umwerfende Frau hat ihm so aufmerksam zugehört. Was haben Sie getan? Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich kenne ihn, seit wir Kinder waren. Und ich weiß, dass er niemals seinen Kopf aus seinem Friseurladen herausgestreckt hat. Was Sie nicht sagen. Dieser Geschichtenverdreher hat früher im Hafenbezirk gearbeitet. Von morgens bis abends hat er Seeleuten die Haare geschnitten, die gerade erst an Land gekommen sind und denen dementsprechend nach Reden zumute war. Und dank seines guten Gedächtnisses kennt er nun hunderte von Seemannsgeschichten. Oh, Sie machen mich traurig. Wie diese Frau. Jetzt verstehe ich. Geben Sie mir jetzt etwas Mehl? Ich gebe Ihnen das Mehl, wenn Sie mir einen Eimer Wasser vom Brunnen bringen. Gut, ich werde Ihnen Wasser bringen. Aber was ist mit dem Eimer? Sie können diesen nehmen. Bis dann. Vielleicht. Okay. Ich schätze, ich muss ihm wohl etwas Wasser aus dem Brunnen holen. Ja, das machen wir gleich. Erstmal gucke ich noch. Ein bezaubernder Ort. Ideal für romantische Wochenenden. Ah, hier ist noch was. Was ist das? Ein Draht. Okay. So, da kommen wir noch nicht lang. Das Schloss können wir noch bewundern. Das stattliche Schloss überschaut die Gegend. Ich schätze, dass die örtliche Bevölkerung hier Schutz gefunden hat.
Okay, dann gehen wir jetzt zum Brunnen und holen mal etwas Wasser. So, Brunnen. Die Klappe ging schon mal auf und ich denke mal, dass wir hier nicht das Draht, sondern den Seil. Das Seil mit dem Eimer. Und das lassen wir jetzt hier runter. Ich muss sagen, bis jetzt kommen wir doch ganz gut voran. Klasse! Ich habe einen Eimer kaltes, kristallklares Wasser. So, und damit gehen wir jetzt wieder zum Wirt. Und kriegen dann hoffentlich unser Mehl. Was? Hier ist reinstes Quellwasser. Trinkwasser ist lebenswichtig. Hier ist Ihr Mehl. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt sind wir quitt. Das sind wir wohl. Och, ich dachte, ich könnte mich hier nach der Arbeit hinsetzen und die Aussicht bei einem Cidre genießen. Das ist sinnlos. Kein Verzehr windwärts. Es sei denn, Sie schnallen sich an. Aber das Gasthaus ist doch sowieso geschlossen. Dann setzen Sie sich doch einfach her und ergeben sich der Melancholie. Nett gesagt. Vielleicht komme ich später auf Sie zurück. Ja. Bis dann. Das war eben auch ein Vielleicht. Sehr wichtiges Gespräch. So, also flink wieder zurück zu in unseren Arbeitsplatz, zu unserem Arbeitsplatz. Egal, wir gehen einfach wieder rein zum Drucker. So, Arbeitsplatz. Und dort ist der Drucker. Okay, so, da kam was rein, da und dort unten. So, Mehl müsste, glaube ich, da rein. Das wird nicht funktionieren. Nee, da rein. So, schwupp. Geht nicht. Geht nicht. Wo muss das rein? Denk nach, Sil. Unten rein. Geht nicht. Geht nicht, aber dann fehlt uns ja doch das noch was. Das wird nicht funktionieren. Mist. Es scheinen immer noch ein paar Komponenten zu fehlen. Ja, hier. Wir brauchen eine Alternative. Wir brauchen eine Alternative für Tintenkartusche. Der ist ja leer. Mist, ich habe gedacht, jetzt haben wir alles. So, ich gehe ganz kurz nochmal dort rein. Und zwar hier unten. Da war ja dieses Loch. Das Loch. Und mir war so, als ob man das nicht irgendwie aufkriegen könnte. Wir brauchen... Probieren geht über Studieren, nee, heißt es. Damit geht es nicht. Okay. So, okay. Ich kann jetzt hier gar keinen mehr fragen groß, weil Claire nicht dort ist und auch der... Ja, der Mann da, der Direktor, glaube ich, vom Museum. Also klingeln wir nochmal bei Antoine. Vielleicht kann er uns ja noch kurz helfen. Bank? Wieso mal Bank eigentlich? Haben Sie Lust, mir bei einem Cidre im Gasthaus auf der Klippe Gesellschaft zu leisten? Lieben gern, Sirene, aber warum dort? Lassen Sie uns nach Brest gehen. Da gibt es so viele malerische Cafés. Ich mag es dort, diese raue Schönheit. Wir würden auf einer Bank sitzen und auf die See blicken. Sie würden wie immer etwas Seemannsgarn spinnen. Oh nein, da? Nie im Leben. Der Wind würde mich übertönen. Dann sitzen wir einfach still da. Das wäre sogar noch besser. Vielleicht würde der Wirt uns begleiten und wir drei würden ganz in Stille dort sitzen. Ich weiß nicht, Sirene. Ich war lange nicht mehr dort. Ich weiß, dass es von hier zum Gasthaus genauso weit ist wie vom Gasthaus nach hier. Aber die Bank scheint zu warten. So wie ihr. Ihr glaubt, das gibt einen Sinn, Sirene? Für Freunde? Definitiv. Ich weiß nicht, Sirene. Ich bin noch nicht bereit. Ich werde Sie nicht drängen. Ich werde in ein paar Tagen zurück sein und nach der Arbeit werde ich mich dann ein wenig auf die Bank bei dem Gasthaus setzen. Vielleicht begleitet mich jemand. Mhm. Okay. Bis dann, Antoine. Mast und Schotbruch, Sirene. Okay, also.
Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ich musste kurz meine Wäldchen überlegen, was, warum sie jetzt da gerade dem Wirt mit der Bank kommt und ihm hier so mit der Bank irgendwas erzählt. Aber ich vermute mal, dass die ja, die sind ja so weit zerstritten. Und jetzt will sie natürlich sich nicht mit den beiden verbrennen, sondern die will, dass die sich da treffen. So, Moment, hier ging, da konnte ich nichts mehr machen. Okay. So, aber was tun wir denn jetzt? So. So, hier brauchen wir einen Moment. Da waren wir ja zuvor und es ging nicht. Da fehlt uns noch das hier, ne? Genau, die Tintenkartusche. Und wir haben diese leere Kartusche, die wir wahrscheinlich irgendwie füllen sollten. So, okay. Irgendwie irgendwas fehlt mir. Ich weiß nicht, was mir fehlt. Ich glaube, ich guck mal kurz auf meine Uhr. Ich weiß wirklich nicht, was jetzt noch fehlt. Ein Bild von dem Keramikfragment. Irgendwas. Das sieht aus wie der Ausgießer von einem Krug. Nee, also ja, diesen Krug. Das wollen wir drucken. Das ist ja im 3D-Drucker drin. Aber trotzdem. Wieso verschwinden hier alle? Ich gehe jetzt einfach nochmal zum Wirt. Weiß nicht, vielleicht kommt er dann trotzdem schon. Vielleicht kommen wir dann da einfach weiter. Mal gucken. Wir gehen einfach zurück. So, nee, der Wirt steht ganz normal wieder da. Der sagt jetzt auch nichts. Vielleicht reden wir später. Nee. Das ärgert mich jetzt hier. So, bevor ich hier alles totschweige und wieder hin und her renne, ich muss eine Pause machen. Es tut mir leid. Bis gleich.